Bruder, ich hab nicht alles. Ich auch nicht. Das ist frustrierend. Aber du kannst ja auch nicht alles bekommen anscheinend. Ja, wahrscheinlich nicht, ne. So. Geht's hier jetzt weiter? Ja, ich glaube, das mit dem Hand, mit der Hand. Mit der Hand. Ah, aber der warte Hand. Mal, ich muss mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier irgendwas anderes mache. Ich werde die Charakter wechseln. Macht das. Tut mir leid, also das ging gerade gar nicht. Ihr habt es gesehen, das war Katastrophe. Wie komme ich jetzt nochmal zu den Charaktern? Ich gehe auf... ich muss erstmal wieder ganz zurück, ne? Und dann da oben. Nee. Hier hält, genau. Hört sich eklig an. Toffi braucht halt Boobies. Genau, vielleicht liegt es daran. Vielleicht brauche ich mehr Brüste. Aber guck mal, die hat doch auch Brüste. Okay. Ist das eigentlich... Nee. Achso, warte. Guck mal, meine besten Charakter sind ja die hier, ne? So. Die da? Nee, warte, auf zur Gruppe. Guck mal, da plumpst die doch gleich raus. Das ist doch wirklich so, guck mal, die plumpsen doch jeden Moment da raus. Das ist deine Vorstellungskraft. Es ist doch so. So, warte mal, die habe ich halt auf tatsächlich, die hat 3 Sterne. Das ist die einzige, die ich auf 3 Sterne habe. Du hast auch schon 3 Sterne, ne? Ja. Ich hab genau die gleiche. Dann nehme ich den Hund noch. Die entferne ich. Und dann nehme ich... die da noch. So. Gut. Okay. So, dann können wir noch XP vergeben. Auf welchem Level hast du die? Ich habe die jetzt auf 25, oder? Oh, Alter, 25! Ja, ich dachte, ich hab irgendwie 100.000 gehabt, dachte mir, ja gut, dann muss ich glaube. Mach ich das jetzt auch. Wenn Toda das macht, dann mach ich das auch. Wir brauchen ja sowieso nicht jeden Charakter, ich sammle ja nicht alle. Ich bin ja kein Messi, oder doch. Ich bin kein Lionel. Das klingt immer noch so falsch, ich finde, der heißt Lionel. Der heißt nicht Lionel, der heißt Lionel. Gut, jetzt bin ich vorbereitet, Toda. So, können wir weitermachen? Ja. Entschuldigung, ich sorge dafür, dass wieder jeder nicht weiterkommt, ne? Königreich Passage. Ah, hier gibt's nichts. Hier kann man nur kämpfen. Wie hast du denn eigentlich dein Silvester verbracht? Hab ich dich ja schon gefragt. Ich hatte Besuch und dann war toll. Also du hast ein bisschen geböllert. Nee, so einer bin ich nicht. Hä? Hast du keine Kracher gehabt? Nein. Das ist doch Umweltverschmutzung. Oh! Das ist doch jetzt die Generation Greta. Nee, ist halt. Das kostet ja was und dann darf ich es einmal hast und dann ist es weg. Nee. Das ist ein Einbrauch-Ding. Es ist tatsächlich so, als würde man Papier in der Luft zerfetzen, ne? Siehst du, ja. Geld in der Luft zerfetzen halt, Papiergeld. Ja. Ja, und wie hast du es verbracht? Erzähl mal. Ich habe geschlafen. Alles klar. Ich habe tatsächlich geschlafen. Ich bin um 11 ins Bett. Das klingt spannender als bei mir. Nee, ich lag auch sehr viel im Bett. Oh, oh. Oh, Steffi Leinchen, hallo. Das klingt jetzt ein bisschen zweideutig, Toda. Hä? Ja, wenn du das so denkst, kann ich nicht. Ich lag auch sehr viel im Bett, hast du gesagt. Ja, weil ich einfach zu faul war, irgendwas anderes. Was interpretiert ihr denn da jetzt raus, Mensch? Ja, ich bin wieder. Du kennst mich doch. Ich bin einer, der immer Scheiße denkt. Ja, ich merk schon. Siehst du? Und er hatte Besuch, sagt Jana auch. Siehst du? Ja, interpretiert, was ihr wollt. Wenn ihr das so interpretieren wollt, ist das mein. Ich hab kein Problem damit.
Aber es lag halt einfach an der Wortwahl, die war so lustig, weil du gesagt hast, ich lag auch sehr viel im Bett. Klang jetzt irgendwie so ein bisschen, als ob du nicht geschlafen hättest und dann alles andere gemacht hättest. Ja, ich habe diese Nacht fast gar nicht geschlafen. Ich habe dich auch gesagt, ich habe 3 Stunden schlafen oder so, weil ich immer nicht schlafen konnte. Ich war einfach nicht müde. War richtig schlimm, das zu sagen. Okay. Ja, wir lassen das Thema einfach, wir haben das einfach falsch interpretiert. Okay, wenn du deine Niederlage eingestehen musst. Okay, ja gut, wir können auch gerne. Okay, alles klar, Toda hat gebumst. So, ich hab's jetzt einfach mal laut ausgesprochen. Oh Gott, was wieder für tolle Themen wir haben, ne? Ja, du hast sie hier aufgebaut, okay? Ja, das stimmt. Also ich bin schon selber schuld, ne? Was hab ich denn? Ich hab doch einfach nur geantwortet. Und du sagst ja, was? Torak gepopst! Ach Gott. Ja, du lagst ja auch im Bett, ne? Ich hab aber gesagt, ich hab geschlafen. Ja, aber du hast ja nicht den ganzen Tag geschlafen. Ich hab gesagt, um 23 Uhr bin ich schlafen gegangen. Davor hab ich, ich weiß nicht, was habe ich denn an Silvester alles noch gemacht? Ich glaube wirklich gar nicht so viel. Also ich glaube, ich habe ein bisschen was gespielt. Ich glaube, ich habe Dreamlight Valley ein bisschen gespielt. Mehr habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Du spielst noch Dreamlight Valley? Dreamlight Valley? Ja, da hast voll viele Parts, ne? Ja, wir sind hier bei über 150 Parts mittlerweile schon. Das wird Wing Fit überholen. Seht mein Magnum Opus. Bist du auch soweit? Ja. Die ultimative Hoffnung der Titans. Könnte man auch einen Titan, oder? Der Eisentiten. Schnitternest. Oh Gott. Was denkst du? Ziemlich genial, oder? Wir werden diese Invasoren braten und alle retten. Ah, richtig. Und dann werden wir Canterbury retten. Mach dir keine Sorgen. Wie auch immer. Bist du bereit, loszulegen? Ich denke schon, oder? Kann ich fahren? Wobei, eigentlich wäre es schon lustig, ne? Ja, frag mal. In deinen wildesten Träumen. Ich bin Amuro. Was? Was heißt das? Ich bin Amuro. Ich bin Amuro. Was weiß ich, was das für eine Sprache war. Ja, dann legen wir los. Alles klar, auf geht's. Du Scheiße, was ist das denn jetzt für ein Gameplay hier? Alle grün, bist du bereit, Kumpel? Ich weiß gar nicht wofür. Marianne Eisentitten ziehen aus. Hilfe, was ist hier los? Ja, frag ich mich auch gerade. Alter! Alter, wie cool! Alter, ist das geil! Okay, ich liebe es. Alter, ist das geil. Kann man auch Zivilisten töten? Nee. Ja. Kann ich nicht, nee. Schade. Oh, ist das cool. Alter, oh cool. Alter, wie geil. Den Schalter betätigen hier, geht nicht. Deswegen kann man hier verkacken? Ich hab irgendwie... Eben, das ist jetzt die Frage, ob man hier verkacken kann. Es passiert gar nichts. Ich habe schon ein paar Gegner nicht getroffen. Passiert. Ich habe bis jetzt, glaube ich, alle getroffen. Hoppa. Oh, jetzt hab ich einige nicht getroffen. Boah, da gibt's bestimmt ein Achievement, oder? Triff alle Gegner. Achievements. Vom Marianne-Graben. Marianne-Graben? Kennst du den Marianne-Graben? Ja, den kenne ich. Ich wollte schon wieder Zivilisten töten. Was ist los mit mir? Halt, wer auch immer du bist. Marianne? Marianne Graf. Hey, Marty. Hast du mich vermisst? Bei Prometheia. Was glaubst du, was du da machst? Du hast dich gerade zum Ziel für jeden einzelnen Invasor gemacht. Na und? Was glaubst du, werden sie tun? Ich bin unbesiegbar. Marianne, setz deinen Kopf ein. Bleib und lass uns helfen. Nein. Kannst du dich bitte bewegen? Bist du von Sinnen? Das ist das Nest der Schnitters.
Bingo. Beweg dich, Morty. Du und deine TFW konzentriert euch auf die Evakuierung. TVF, überlass den Rest mir. Okay, alles klar. Weiter geht's, Toda. Wir sind wieder unbesiegbar. Okay, es macht aber echt Spaß tatsächlich. Ich mag gern alles kaputt machen. Das ist wie so ein Lego-Spiel, da macht man auch immer gerne alles kaputt. Wo bist du hingegangen, du hässliches mutierte Mücke? Angst vor dem großen bösen Titan? Oh. Alter, mein Arm! Was zum... aus dem toten Winkel anzugreifen? Okay, ich bin des Todes. Beweg dich, beweg dich, beweg dich! Ich hab keine... Ich hab Schleim im Hals, Entschuldigung. Morty! Halte durch, Marianne. Bist du von Sinn? Ich brauche deine Hilfe nicht, lauf! Oh, Marty ist tot. Guten Abend, Mystery. Nein, 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 nein! Wächter! Ich komme nicht raus. Rette Morty. Bitte. Okay. Toda, der Schnitter greift an. Ja, ja, ich bin auch da. Okay, ich hab ihn in meine Falle gelockt. Das ist gut. Oh Gott. Alter. Ja, ich geh in die Ecke und stell mal Y, ne? Ja, aber ich will ein bisschen skilliger, weißt du? Also du machst ja immer einen auf Hauptsache sicher. Ist sie, ja, richtig. Aber ich mach... Au! Ich mach ja ein bisschen skilliger. Alter, ich ja, sterbe hier wissen, gleich. Bist du immer der skillige Typ und ich bin die Pussy. Aua! Ich hab noch keinen einzigen Hit bekommen. Oh Gott. Ich hab schon zwei Tote! So wie ja, zum Thema Level 25, das reicht wohl nicht. Ich hab die auf 25, ich hab ihn besiegt. Ich meinte im Sinne von Level 25, du hast wahrscheinlich bessere Waffen, oder? Das kann sein, ja. Aua, 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 aua. Hilfe! Oh, Alter, ist hier viel los. Ich versuche auszuweichen, aber es geht kaum. Ich bin tot. Ist wie ein Gamma Over. Das gibt's nicht. Ich hab da die schwächsten Charaktere gewählt, die es gibt. Nee, hab ich gar nicht. Ich hab doch jetzt meine guten genommen. Aber ich hab halt keine Waffen, keine guten, offensichtlich. Mensch. Ja. Boah, ich hab sowas für keine Chance. Ah, doch, jetzt, wobei, jetzt sehe ich gerade wieder gar nicht so schlecht aus. Jetzt hab ich's geschafft. Meine Lappen-Charakter sind zu schnell draufgegangen. Da kann ich doch nichts dafür. Blöde Lappen-Charakter. Morty, nein, Morty! Was macht sie da? Warum, du Narr, warum? Das war mein Kampf. Das sollte nicht passieren. Marianne. Sprich nicht. Du bist ein liebes Mädchen. Du bist begabt und dein Herz ist am rechten Fleck. Ich sagte, sei ruhig. Du hast immer für uns gekämpft. Ich kann dir nicht genug danken. Aber das ist nicht nur dein Kampf. Du bist nicht allein. Alle da draußen kämpfen für das Königreich. Rette unsere Leute, nicht indem du für sie kämpfst, sondern mit ihnen. Hey, ich kenne das Gesicht. Du weißt, dass ich recht habe. Gut. Oh nein! Er ist bestimmt gestorben, weil ich respawned bin. Geh mal zu dem Kollegen da oben, was da alles sagt. Du Stück Müll! Ja, hört immer weiter zu. Nutzloses Mistding! Ah!
Lass mich alleine. Und wenn ich jetzt nicht weggehe? Mir ist da vielleicht was passiert. Bitte was? Kannst du mal das Level verlassen? Also, kannst du mal zum Ziel gehen? Ich bin gespannt, was da jetzt gleich kommt von dir. Ich weiß nicht, ob du das gleiche bekommst. Warte mal, ich muss noch eine Schatztruhe finden. Wo ist denn die? Die gibt's hier nirgendwo, oder? Ey, zurück kann ich auch nicht mehr. Also, wenn es hier noch irgendwo eine Schatztruhe gibt, dann habe ich keine Ahnung, wo. Ich will erst sehen, ob Topf das gleich jetzt bekommt. Okay, warte, ich gehe nochmal raus. Oh. Nee, bei dir ist nichts passiert. Doch, bei dir ist das gleiche passiert. Genau das gleiche ist bei mir auch passiert. Wieso hast du mich nicht vorgewarnt? Ja, wieso sollte ich das machen? Toll, damit wir alle einen schönen Spielabsturz kriegen. Ja, ist doch dann lustiger. Toll. Alter. Das ist Toda, weißt du? Hauptsache, wir alle müssen leiden. Verbindung verloren. Nee, ich will weiter spielen. Dankeschön. Ja, was hättest du sonst machen sollen? Hättest du jetzt im Level das Problem, sollen? Wir gucken jetzt einfach mal, was wir noch machen, ob wir da trotzdem jetzt abgespeichert haben. Weil wäre jetzt ein bisschen arg scheiße, wenn wir das alles nochmal machen müssten. Ja, das war ja nur Roboter und ein Bosskampf. Mensch, hack dich mal nicht so. Was? Hack dich mal nicht so. Das war doch nur ein, das war doch wirklich ein kurzes Level. Ach so, meinst du jetzt gerade? Ja, gut, so nutzen wir was auch noch. Das war ja nicht weh. Ja, und was hättest du sonst machen sollen? Hättest du jetzt im Level bleiben sollen und nach 10 Minuten dann nochmal probieren, dann rauszugehen? Hätte ja sein können, dass man irgendwie hoch, runter, rechts, rechts, links, hoch, 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 runter, runter, rechts, rechts, links drücken muss und nee, dann hätte es diesen Bug nicht gegeben. Nee, der Konami-Code, der funktioniert hier nicht. So, schauen wir mal. Also es gibt anscheinend Fehler in dem Spiel. Also sie haben ganz am Anfang ja so eine Nachricht geschrieben. Wir wissen von den Bug XY. Aber... Ja, als ob es in der zweiten Welt ist. Irgendwie komme ich gar nicht mehr rein. Ja, ich bin drin. Echt jetzt? Ich bin, aber das Level muss ich neu machen. Nee, ich habe 3 Sterne bekommen. Alles easy. Ich hab's. Warte, ich starte nochmal neu. Ich bin drin. Also ich kam gerade irgendwie nicht weiter. Versuche auch mal reinzukommen nochmal. Also wenn du neu zu starten. Aber zu den Zähnen. Möchtest du dich erneut verbinden? Ja, bestätigen. Guck mal an. Ja, jetzt müsstest du reinkommen. Das hatte ich eben auch. Da sitzt ein Männchen am Computer und guckt mich an. Das ist der Entwickler. Ah, jetzt sieht es besser aus. Das ist der Entwickler, der eine. Oder die Entwicklerin, Entschuldigung. Ah, stimmt. EntwicklerInnen. EntwicklerInnen. Das ist mir wieder warm, ey. Mensch, da wird der Toffi warm aus der Herze. Oh ja, das war eine rührende Geschichte, oder? Da ist jemand gestorben und wir haben mit einem Dings zu kämpfen. Mensch, eine traurige, emotionale Story. Das ist ja, das findet man eigentlich sonst nur bei Xenoblade Chronicles, muss ich sagen. Echt? Beim dritten? Ist es so emotional? Ja, und auch beim ersten und beim zweiten. Beim zweiten, die fand ich tatsächlich gar nicht so emotional, die Geschichte. Okay, ja, gut, erster und dritter sind schlimmer. Sind traurig. Erstmal hier ein bisschen Herzen sammeln. Awaii! Oh, so krass, mein Gott. Bruder, kann das jemand klippen? Was zum Teufel? Ja, ich hab original japanisch gesprochen. Guck, ich hab auch 3 Sterne. Ja, okay. Ja, dann können wir weitermachen. Okay. Was kann er denn? Oh mein Gott, ach du Scheiße, mit wem spiele ich eigentlich? Es ist immer, wenn sie Japanisch sprechen. Die klingen immer so, als ob sie gerade aus dem Boudoir reden. Aus dem Boudoir? Boudoir. Kennst du das nicht, das Wort? Das ist Französisch für Schlafzimmer. Ach so. Nö, ich habe Französisch abgewählt. Das sollten die Franzosen auch mal machen. Ja. Joa. Ja, die reden die ganze Zeit immer japanisch. Ja, aber ich kann es mir auch wieder mal machen. Ja, aber das ist ja ganz nett.
Kopi macht sich über die japanische Sprache lustig. Ich spreche doch gerade Japanisch. Verstehst du nicht, was ich gesagt habe? Ich habe gerade gesagt Sauerkraut mit Würstchen auf Japanisch. Klar. Das ist das Einzige, was ich kenne. Das sage ich nämlich immer, wenn ich in Japan bin. Einmal Sauerkraut mit Würstchen, bitte. Sauerkraut mit Würstchen. Wer es glaubt. So, das ist jetzt wieder ein Rätsel, das Toffi nicht kann. Ja, Toffi kann gar nichts. Dankeschön. Oh Gott. Okay, so kann ich das jetzt nicht da kann ich. Guck. Oh, Alter, war das schwer. Hast du toll gemacht. Also, wofür ist der Hebel da? Ach so, den kann man zurücksetzen. Bleibst du heute bei dem Spiel? Nee, ich denke, Toda und ich werden noch wechseln, oder? Ja, ja, wir wechseln das Spiel wie... unsere Unterwäsche, einmal die Woche. Yeah. Ja. Ich wollte eigentlich einen anderen Vergleich ziehen, der nichts mit Kleidung zu tun hat, aber ich müsste mir gerne keinen da angehören. Ich wollte irgendwas mit Fußball, wie Fußballspieler ihre Vereine. Aber das verstehen wir doch alle nicht, wir kennen doch alle keinen Fußball. Ja, hast recht. Nur Toda kennt Fußball. Lionel Messi. Lionel. Das ist wieder Lion. Ja, was hast du da jetzt gesagt? Ich habe gesagt, ich habe schon mal ein Spiel von Lionel Messi gesehen und der heißt Lionel und nicht Lionel. Und das ist auf Japanisch. Unsicher. Lionel.